Da kommt sie. Ulfin, du lebst. Ich bin beinahe gestorben aus Sorge um dich. Ach, Mia. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Habt vielen Dank. Wie konnte ich nur so leichtsinnig und dumm sein? Beinahe hätte Niam dafür mit ihrem Leben bezahlt. Schon gut. Besser spätere Einsicht als gar keiner. Am besten stehst du in Zukunft einfach deinem Mann, anstatt dich in dunkle Grüfte zu flüchten. Ja, ja, mir kommen gleich die Tränen. Wir gehen auf die Stelle zu deinem Vater. Der wird dich schon wieder zur Vernunft bringen. Nehmen wir mal die Eins. Das ist ein weiser Rat. Ich werde gleich zu meinem Vater gehen und ihm ins Gesicht sagen, dass ich niemandem heiraten werde. Egal, was er sagt. Das Leben dreht sich nicht bloß um das Verwalten schnöder Reichtümer. Am besten machen wir uns gleich auf den Weg und das seid ihr noch nicht so weit. Ich möchte mich nur in dieser Gruft noch etwas umsehen. Gut, aber bitte lasst mich nicht alleine hier. So, was hat er noch dabei? Einen magischen Stab und einen alten Brief. Hm. Ups, falsche Person. Aufgepasst. Sprich, Freund. Na klar. Seelensplitter. Das ist ein netter Zweihandstab. Können wir mal aufheben. So, was steht in dem alten Brief? Der Brief wurde in einer Frauenhandschrift verfasst. Er ist größtenteils unleserlich und zerfallen. Warum bist du immer so abweisend zu mir in den letzten Tagen? Ich vermisse dich sehr. Ich spüre, dass die Krankheit mich verzehrt. Nimm Abstand von deinen Ambitionen, bevor sie dir zum Verhängnis werden. Xindan, denk an die schöne Zeit, die wir hatten und die Liebe, die zwischen uns ist. So, da sind noch zwei Särge. Ein Heiltrank und ein Zaubertrank. Das ist nicht schlecht. Und noch ein Heiltrank und ein Zaubertrank. Bitte, bitte lasst uns schnell von hier verschwinden. Ich habe solche Angst. Gebt Ulfing Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ja, eigentlich kann nichts mehr passieren hier. Und ja, der hatte 1, 2, 3, 4, 5 von den dicken Wachen. Bin ich irgendwie froh drüber, dass wir ihn zur Vernunft bringen können. Bring die Kinder aus der Gruft. Ulfing und Niam waren überglücklich, sie wiederzusehen. Jetzt sollte ich die beiden wieder zu ihren Eltern bringen. Okay, mal kurz gucken, was hat mir das jetzt gebracht? 20 Abenteurerpunkte. Und nochmal 30 für den Tod des Nekromanten. Und nochmal 10 Punkte hier. Ja, okay. Auf jeden Fall Punkte. Wollen wir jetzt aufbrechen? Ja, ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Also gut, dann ist hier raus hier. Niam, du bist vorauf. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ja, Mutter, Brennoir hat mich vor den Untoten gerettet und Ulfing aus dem Clan eines untoten Magiers befreit. Ein untoter Magier hier in Talon, das müsst ihr beiden mir genau erzählen. Komm, Ulfing, und du auch, Niam. Dir auch, Mutter süß. Zum Feier des Tages lade ich euch alle in mein Haus ein, da können wir alles weitere besprechen. Vater, bedeutet das? Was das genau für dich bedeutet, werden wir noch sehen. Zeig, als wirst du deine gerechte Strafe bekommen, weil du dich und andere in Gefahr gebracht hast. Oh, süß, nun, die waren schon ganz krank vor Sorge um euch. Sei nicht zu hart zu dem Jungen, werter Herr Einrich. Immerhin ist es ja noch alles gut ausgegangen. Und hab Dank für eure Einladung, aber ich muss mich zuerst wieder um meinen Marktstamm kümmern. Ich werde in ein paar Stunden zu euch stoßen. Die Kinder werden sich gewiss erst etwas ausruhen wollen. Brennoir, ihr habt meinen Sohn gerettet. Euch gehört mein Dank. Ich werde mein Versprechen halten und dem Hauptmann meine Stimme geben. Lebt wohl. Ja. Damit haben wir
Ja, endlich wieder Sonnenlicht. Und die besorgten Eltern sind auch schon da. Haben wir den Kaufmann überzeugt? Der Kaufmann war so froh, seinen Sohn wiederzusehen, dass er mir ohne zu zögern seine Zustimmung gab. Gut, das heißt jetzt gehen wir zur Mutter Süßen und verkaufen uns den ganzen Schrott, den wir da unten gefunden haben. Ich bin so lustig, wie die Städter hier rumstehen, wie bestellt und nicht abgeholt. Nochmals vielen Dank, dass ihr meine geliebte Tochter unbeschadet zurückgebracht habt. Dafür bekommt ihr ausnahmsweise einen Rabatt auf all meine Waren. Ich bin sicher, in diesem Fall hat der alte Eichrich mal nichts dagegen. Ja, zeigt mir eure Frage, Frau. Ja, wir brauchen ihre Sachen ja nicht, aber wir wollen den ganzen Tant hier verkaufen. So. Ich versuche mein Bestes. Und bei Forgrim ebenso. Sandalen. So. Jetzt haben wir nichts mehr. Forgrim hat auch nichts mehr. Das bin ich. Die Bolzen, die Gladys jetzt noch hat, die werden hoffentlich reichen. Die Pfeile werden so oder so reichen. So, jetzt müssen wir uns um den Kobold kümmern. Also erstmal den Schildkampf noch lernen beim Wachhauptmann. Mal kurz gucken, Sonderfähigkeit. Ja, Todesstoß. Bräuchte ich noch einen Punkt in Mut. Also 15 Mut. Oh, und offensiven Kampfstil. Naja gut, die 100 Punkte sind jetzt nicht das Problem. Wobei der Klingensturm braucht auch offensiven Kampfstil. Nee. Und Umreißen braucht auch Offensivkampfstil. Hehe. Eigentlich braucht so gut wie alles Offensivkampfstil, außer die Windmühle. Ja gut, die 100 Punkte hier in Offensivkampfstil können wir uns leisten. Ja, Umreißen ist jetzt nicht so toll, aber Klingensturm. Klingensturm wäre nicht schlecht, aber Todesstoß wäre auch nicht schlecht. 30 Ausdauerpunkte. Ja, Ausdauer haben wir genug. Und zur Not gibt es noch Ausdauer 3. Auf jeden Fall jetzt erstmal Schildkampf für die beiden. Und wenn wir dann genug Punkte für Gwendala haben, dann kriegt sie auch noch Ausweichen. Ja, ich kann irgendwo hier durchgehen. Dann komme ich wieder zum Tor raus. Ich kann übrigens dann nochmal erstmal Goblins töten gehen. Bevor ich mich um den Kobold kümmere. Ich denke mal, durchs Neuladen des Gebietes könnten die hier unten wieder respawnen. Yep. Also die Gobos hier respawnen
glaube ich, 5 Mal insgesamt. Folgt mir. Aufgepasst, bei meiner Axt. Ja. Grakai. Alles klar. So, als nächstes den Berserker umhauen. Bafia. Das bin ich. Oh, da hatte ich gerade einen komischen Aussetzer, den wir wohl gesehen haben. Ich glaube, ich mache nach dem Kampf gleich mal einen Quicksave. Nicht, dass das Spiel jetzt gerade wieder irgendwelche Probleme hat. Und es abstürzt. So. Das Bekloppte ist ja, wir können auch sie immer wieder plündern. Gerade die Schamanin hat dann immer gutes Zeug dabei. Und ja, jetzt können wir mal den Schildkampf lernen. Also das hat mir jetzt auch wieder so ein paar Abenteurerpunkte gebracht. Goblins. Ach, weiter hoch geht's leider nicht. Schade. So, Quicksave sicher ist sicher. Ja, ich hätte mir mal zwischendurch auf GOG für 2,50 € die GOG-Version kaufen können. Die läuft vielleicht besser als meine alte Originalversion von CD. Ja. Ah. Könnt ihr mir etwas beibringen? Genau. Etikette brauchen wir nicht. Ich brauche in erster Linie Schildkampf und Forglim-Schildkampf. So, dann gucken wir nochmal. Was macht offensiver Kampfstil nochmal? Also ja, eigentlich bringt offensiver Kampfstil auch nicht sonderlich viel, außer dass man halt besser trifft. Kämpfer wird einen, wodurch er einen Bonus auf den Attackewert erhält. Ja, aber nicht auf den Schadenswert leider. Dasselbe gilt hier mit dem Paradewert. Ja, Klingenwand können wir schon. Gezielter Wurf und Kraftwurf brauchen wir nicht. Maximale Ausdauer wäre halt noch nicht schlecht. Ich versuche mein Bestes. Für beide. Ja, dann können sie die guten Sachen halt öfter benutzen. Lass das mal Forglim machen. Vor allem, wenn er dann Hammerschlag kann, das wird dann richtig lustig.
Aber ansonsten. Wie gesagt, ich könnte offensiver Kampfstil und Klingensturm lernen. Na komm, machen wir das einfach mal. Offensiver Kampfstil und wo ist der Klingensturm?